Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie mit Windows Vista und BatExplorer erhaben. Übrigens, wenn Sie da die Arten die Sie macht, wenn Sie das ist, aber viel mehr in den Grund und wenn Sie da rausmachen. Darf ich noch kurz zeigen? Ich will ganz kurz zeigen, wie man damit arbeitet. Und mal kurz auf die Präsentation dann eingehen. Dieser Teil kommt jetzt nicht vor in den Unterlagen, was Sie da haben. Das ist nicht ausgegeben. Also Sie haben die erste Karte eingeschoben in den Computer und stellen ein neues Projekt. Den einen Namen, den Worte werden auf dem Computer, was hingespeichert wird. Dann öffnen Sie die erste Karte, wählen die aus und dann werden Ihnen hier die Aufnahmen präsentiert. Sie können dann einzelne Aufnahmen abwählen, falls Sie nicht importieren wollen. Und dann werden die von der ersten Karte auf das Computer kopiert, in den Unterordner, in dem Sie das Projekt erstellt haben. Und die Aufnahmen werden dann automatisch analysiert, die Rufe werden ausgeschnitten und Ihnen direkt so präsentiert. Wir haben hier auch eine Statistik, das mit diesen Aufnahmen macht es nicht so viel Sinn, aber Sie können dann vielleicht, wenn Sie da viele Aufnahmen haben, schön sehen, wann in der Nacht auch die Intervall größer war oder weniger groß, die Frequenzverteilung und am Ende, wenn Sie dann die Arten zugewiesen haben, dann sehen Sie auch die Arten. Zusätzlich die Karte mit all den Aufnahmestandorten, die Möglichkeiten, Filter zu setzen und zu suchen, das wird jetzt nicht im Detail zeigen. Die integrierte Fledermaus-Datenbank können Sie verwenden, um zusätzliche Informationen abzurufen. Sie können eine Demo-Aufnahme abspielen und haben zusätzliche Links, was Sie eben machen können. Sie können die Art ausschalten, falls Sie die verwenden wollen, falls Sie deine Mitwirkung mit der Aufnahme gemacht wurde. Das muss man machen, bevor man es analysiert. Genau, also diese Einstellung muss man vorher machen. Oder man muss es nach einer Abwechslung nochmals analysieren. Man kann dann eine einzelne Aufnahme doppelklicken und dann kommt die Detail. Und hier kann man dann eben damit Detail arbeiten, ausmessen, man kann die Rufe anzeigen, die automatisch erkannt wurden, kann auch die einzelnen Rufe direkt anspringen und die Parameter, die da gemessen wurden, anzeigen lassen und zusätzlich über alle erkannten Rufe wird hier die Statistik angezeigt, das heißt, diese Parameter, die dann eben hilfreich sind, um die Art zu bestimmen. Man kann auch direkt mit diesen Parametern in die Fledermaus-Bibliothek gehen und die Filter werden dann entsprechend gesetzt und es werden nur noch Arten angezeigt, die eben auf diese Parameter zutreffen. Die Daten für diese Filter werden transkribiert. Also es gibt da keine diese Datenbank dahinter, die Arten sie hat, sondern sie sind einfach die Daten von Spieler, die da gewinnt werden. Die sieht man auch hier, die einzelnen Daten dieser Art. Und eben, ob das jetzt zum Begriff oder nicht. Dann kann man hier selektieren, dass das die Art wäre und hier dann so direkt zu gewinnen sind. Einfach, wenn man eine größere Stichprobe praktisch hat, die verschiedenen Arten, dass man das dann
stumme Geschichte, das heißt, es ist auch kein intelligentes Modell, sondern es ist natürlich ein Filter, ganz primitiver Filter, der genau, also wenn es eigentlich UX daneben ist, dann funktioniert es auch nicht mehr, das ist schon so. Momentan gibt es da keine Möglichkeit, das irgendwie komplett zu anpassen zu können. Also, die Werte sind so fix drin. Man muss halt eventuell auch selbst, wenn man Literatur hat, andere Literatur oder andere Referenzen hat, hier selbst manuell abladen. Die Genauigkeit von BatExplorer bzw. BatExplorer, die wird dann wieder ausgefiltert durch den BatExplorer. Also was ich vorgeschlagen habe, nochmal an Atem. Durch die unterschiedlichen Parameter. Da sind ja viel mehr Parameter hinterlegt und das dann auch genau gefiltert. Ja, bei der Scope ist es nicht ein effektiver Filter, sondern ein intelligentes System, damit man Marken sich noch mehr darüber erklären, wie das Internet dann abgeht. Hier ist es im Prinzip mit der dumme Anfrage. Oder? Also, es ist kein intelligentes System dahinter und bei Marketing Software ist es gibt mehrere Klassifikatoren, die da alle möglichen Parameter mitteilen. Kann ich hier in die Ruferkennung eingreifen? Das heißt, ich habe es selber so gesehen, dass der ein Störgeräusch, also unerkannt hat, den Ruf, der daneben liegt, und dann bin ich erkannt. Und ich dachte, wenn jemand sich mit der Ruferkennung sagen lässt, ist der Ruferkennung. Also im Moment, mit der momentanen Version kann man einzelne Rufe löschen. Man kann sie rechts anklicken und löschen. Oder hier anklicken und löschen. Neue hinzufügen kann man noch nicht. Also was ich einfach machen kann, ist, ich kann die automatische Ausmessung kann ich hier übersteuern und sagen, ja, die Luftlänge ist nicht 6, sondern vielleicht 8 Millisekunden und dann mit diesen Werten die Anfrage geben. Also ich kann die auch selbst ausmessen und ich mit der rechten Maustaste klicke. Kann ich hier zum Beispiel einen Marker hier setzen und dann zum nächsten Ruf gehen und hier wieder setzen und dann wird mir hier die Distanz angezeigt und so kann ich dann manuell ausmessen, Luftlänge, Abstand ist so relativ schnell bestimmt, Frequenzen kann man sowieso gut ablesen, das ist nicht so das Problem. Sind die dann auch aus der Analyse draußen, wenn ich hier ausmessen? Das ist ja der Punkt, da müssen sich ja die Prozente, die mir vorgeschlagen werden, ändern. Nee, da komme ich jetzt gleich dazu. Also das ist die rein manuelle Geschichte, die Arten bestimmen kann. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich Arten vorschlagen zu lassen. Ich kann hier draufklicken und bekomme ich eine Liste, die Software probiert, automatisch eben, zu erkennen. Das beruht auch auf den Skiba-Daten und nicht auf Referenzrufen. Aber es ist ein bisschen intelligenter. Es gibt mehr Parameter, zum Beispiel die Rufform wird damit berücksichtigt. Und noch weitere Parameter, die ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und dadurch kann es eventuell sein, dass dann eben auch Arten kommen, die vielleicht bei der Datenfilterung eben durchfallen. Aber es können dann auch, sagen wir mal, Miotis-Arten, die sind dann eher schlecht. Also das ist, man sagt vielleicht dann, also wenn die oben rein auf Miotis sind, dann ist es wahrscheinlich eine Miotis, aber welche, das ist relativ schwierig mit diesen Skiba-Arten. Oder ich sollte mal ganz deutlich nochmal sagen, dass man ohne genaue oder relativ gute Kenntnisse der Hochanalytik an sich viel missbrauchen kann mit beiden Programmen. Zusammen mit den alten Mikrofonen noch dazu oder Frequenzen einfach nicht angezeigt werden, die da werden müssen, die ich jetzt bringen und wieder aus Frequenzen daraus machen. Das heißt, ich da glaube, dass man mit diesen Maschinen und diesen Programmen ohne Kenntnisse der Hochanalyse und die ist nicht ohne, einfach hingeht und macht seine Analysen und dann ist man der Größte, das funktioniert niemals. Das ist aber ehrlich, das ist ja nicht vollautomatisiert, wie es hier geht. Es ist nur, wenn das nicht abgeschickt wird, sondern mit einem Mikro 1:1 die Ausgabe erteilt. Dann muss der noch so drüber tragen. Ja, also das gute Problem ist da, das ist auch
der Grund, warum wir das nicht direkt anbieten, also selbst haben wir eine große Referenzdaten haben, wir laufen es schon gar nicht, das irgendwie gescheit zu machen. Und das Zweite ist, eben der große Zweifel, der automatischen Auswertung steckt. Wir sagen auch bewusst, nur ein Vorschlag und nicht eben eine Bestimmung, sondern wir probieren, den Benutzer so gut wie möglich zu helfen oder zu unterstützen, dass er die Art bestimmen kann. Aber es gibt auch die behaupte ich jetzt mal, kann man nicht akustisch unterscheiden. Und dann gibt es schwierigere Arten, Iotis und einfachere, Abendsegel und so. Aber generell kann man das auch so nicht sagen, aber wir helfen den Benutzer möglichst bei der Auswertung an diesen Parametern, die wichtig sind, aber im Endeffekt braucht man eine riesige Erfahrung. Ja, bevor man jetzt hier loslegt und dass die Berufe durchgehen, auch dann halt bestimmt, indem man sich was ja auch recht soll, ausfiltern. Wenn ich automatisiert aufnehme, wenn ich das Ding irgendwo abstelle oder wenn es automatisiert unterwegs dabei ist, habe ich ja darauf hoffenweise Schrott einfach in meinem Aufnahmeserver. Also ich kann ja nicht einfach den Rest auf 10 stellen und verpassen alle leise Fledermäuse, das geht auch nicht. Und das also automatisch kann immer irgendwelches Rauschen. Das rauszufiltern, also eine Möglichkeit haben wir mal ausprobiert, bei den Adventsfiltern, die Rufanzahl ganz gering in der Anzahl, praktisch rauszufiltern, hatten dabei ja das Problem, dass recht oft irgendwelche Störgeräusche dann doch wieder als Rufwort produziert werden und dann sich löst. Also es ist vielleicht, Entschuldigung, wenn ich schnell kurz unterbreche, wenn Sie ganz spezifische BatExplorer-Fragen haben, die vielleicht wirklich nur für die BatExplorer-Sachen wichtig sind, nur mit dem Zeitlichen einen, versuchen Sie das vielleicht auf den zweiten Nachmittag dann in den engeren Explorer-Workshop zu nehmen. Wenn Sie das, ich möchte nicht generelle Fragen am Bock, aber nur, dass wir versuchen zu fokussieren und zeitlich. Du hast ja wahrscheinlich noch mehr. Ja, das sieht mir auch gut. Ja. Vielleicht gerade an dieser Stelle, vielleicht habt ihr auch Interesse noch detailliert jetzt am Nachmittag, sind mit meinem Explorer auseinanderzusetzen, wenn wir bei einem anderen Raum kommen wollen. Also dann werden wir dann noch detailliert, haben wir schon gezeigt, also es gibt so auf die Fragen eingehen, dann kann ich auch noch andere Dinge zeigen. Bleiben Sie ganz kurz. Es gibt auch die Möglichkeit, GPX-Tracks aufzunehmen. Und man kann eben schön den Weg verfolgen, wenn jemand abgelaufen ist und wo es dann eben Aufnahmen hat und wo nicht. Ich weiß nicht, ob man das hier dazu kommt. Wird direkt informiert, wenn man das eingeschaut hat. Ja, das ist für eine Karte, die du haben. Das ist der Ort, hier. Aber kann man umstellen, wie was man da macht. am Ende, wenn die Arten zugeteilt wurden, kann man die ganze Geschichte natürlich exportieren. Da müssen irgendwie Leitfragen einstellen. Es bestehen da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man eine CSV, also eine Excel-Datei erzeugen, mit all diesen Daten drin oder auch ein KML wieder erzeugen, dass man eben nur diese Arten beinhaltet, die jetzt bei diesem Projekt drin sind. Diese Aufnahmen kann auch die Datei weiter exportieren. Es ist auch möglich, die Kartenansicht zu exportieren oder das Spektrogramm oder alle diese Diagramme. Können Sie rechts draufklicken und das wird direkt exportiert. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder so, es gibt eine Hilfe. Wenn Sie hier auf Guidance gehen und dann hier
Anleitung und Dokumentation. Dann gibt es hier Videotutorials, die Sie schauen können, wo Ihnen bestimmte Anläufe gezeigt werden im Video. Es gibt eine Übersicht über die Tastatur- und Mausbefehle und grundlegende Fragen, zum Beispiel, was man mit dem Spektrogramm halt anstellen kann, wie man sucht. So ist hier beschrieben in Englisch und Deutsch. Das wird auch begleitet, das ist online, also zum Beispiel bei der Webserver, das heißt, wenn Sie da und sei es bei wieder reinschauen, kann es sein, dass es da mal irgendwo. Ja, ich denke, wir müssen gleich das. Hier, wenn Sie das noch im Detail anschauen wollen, auf den Mittag in den Raum. Stefan, kannst du vielleicht noch etwas sagen, ob es Möglichkeiten gibt, mit anderen Applikationen, Hilfsapplikationen zu schauen, wie es da besser anzuschauen, also was Sie da hören haben oder was da was gibt, empfehlen? Also was man machen kann ist, wenn man hier in der Detailansicht kann man das, die Aufnahme mit in einem anderen Programm, zum Beispiel Reden oder in meinem Fall ist das jetzt Audacity, öffnen. Man kann das einstellen. Die Einstellung kann man wählen, kann man hier im Windows-Programm auswählen, auch dazu setzen und wird man welche Player direkt öffnen. Man kann die Dateien auch sonst eben direkt exportieren, die Wave-Files, also die sonst irgendwie weiter verarbeiten, hier kann man hier. Da jetzt kann man direkt das Analyse-Datei exportieren. Also diese Exportfunktionalität ist, denke ich, schon noch wichtig bei beiden, genau hinsichtlich dieser zweiten Meinung, oder also das kann es ja nicht sein, dass man die Datei schnell exportiert, einen Kollegen schickt und einen zweiten Experten fragt. Doppelblind, was findest du da drin? Und dann auch eine fundierte Meinung über diese Aufnahme erhält. Also hier sind ganz klar auch die Meinung, wenn man das einfach durchratet und die Artenliste publiziert nachher, dann weiß man nicht, was kommt. Das ist natürlich wichtig, dass wir da nach diesen Signale ein bisschen reingeschaut haben, auf den Kursen und in eigenen Erfahrungen. Das ist eine Nachfrage für die Tabelle, die ja noch ein Skiva, die hat nicht angepasst, was wir jetzt einmal dafür wollen. Ja, also die Werte, Frequenzwerte sind ja permanent im Video. Und Abstände auf Dauer eingebaut. Die Empfindlichkeit wird bei BatExplorer oder die der Frequenzverlauf innerhalb des Rufs wird der Rettung nicht direkt berücksichtigt, ob das kein Einfluss ist. Vielleicht noch eine Information zum Intervall. Wir haben das explizit nicht drin, weil heute wird ein leiser Ruf nicht aufgenommen, dann haben Sie einen doppelten Rufabstand. Oder ein zweites Tier ist drin, das aufgenommen wird, dann haben Sie einen vierten, dritten Rufabstand. Wenn wir im Schnitt Rufabstand reinnehmen, kriegen wir eine schlechtere Rahmenkennung.